Hallo und willkommen zu Teil 5. Ich wünsche euch viel Spaß und gleich geht's los. So, jetzt arbeiten wir den hinteren Korb. Hier schlägst du dann eine Luftmaschenkette an mit 10 Luftmaschen. Wir machen auch wieder Nadelstärke 2,0. Ab der zweiten von der Nadel arbeiten wir 9 feste Maschen wieder zurück. Am Ende eine Luftmasche und wenden. Und das Ganze wiederholen wir für insgesamt 5 Reihen. So, nach den 5 Reihen arbeiten wir mit einer Luftmasche und arbeiten eine Runde feste Maschen außenrum. Dann arbeiten wir wieder in diese Lücken rein. Hier nach unten haben wir 4, 2, 3 und 4. Dann an der langen Seite hier haben wir wieder die Schlaufen der Luftmaschenkette. Da kann man auch den Faden wieder mit einhäkeln, dann brauchen wir den nicht vernähen. Hier haben wir wieder 9. 1, 2. Hier haben wir wieder 9. Dann haben wir hier wieder die 4. 1, 2, 3 und 4. Und hier oben wieder die 9. So, jetzt schneidest du dir wieder ein Stück Pappe, wo wir dann in den Boden reinlegen. Dann legst du dir ein andersfarbiges Garn oder einen Maschenmarkierer hin. Dann haben wir hier jetzt die kleine Luftmasche, die überspringen wir. Und aber jetzt arbeiten wir eine Runde feste Maschen nur ins hintere Maschenglied. Einmal außenrum 26 feste Maschen nur ins hintere Maschenglied. Und jetzt arbeiten wir 2 Runden mit 26 festen Maschen, aber wieder in beide Maschenglieder, also 2 Runden drüber. Jetzt arbeiten wir gleich eine Zunahme, also 2 in eine. Und dann arbeiten wir 4 feste Maschen. 1, 2. 3 und 4 und arbeiten wieder eine Zunahme, also wieder 2 in eine. Jetzt arbeiten wir 8 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wieder eine Zunahme, also 2 in eine. Jetzt wieder 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und wieder eine Zunahme. Und jetzt haben wir noch 6 feste Maschen übrig. 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir 30 feste Maschen in der Runde und jetzt arbeiten wir 6 Runden mit 30 festen Maschen. Jetzt wieder eine Kettmasche, eine Luftmasche und eine Runde Krebsmaschen außenrum. So wie beim vorderen Korb auch, ne? Und 30. Dann schneiden wir den Faden ab und ziehen ihn durch. Und dann verlegen wir den Faden wieder. Ne?
So, dann kommt die Pappe rein. Die habe ich schon reingemacht. Dann kommt die Pappe wieder in den Boden. Dann schneiden wir uns wieder ein Stück aus dem Styropor oder aus dem gepressten Schaumstoff und packen das hier auch rein. Lupfriges Schösserchen. Okay, und dann kommt es später hier drauf, ne? Okay. So, dann kommen wir jetzt zu den Pedalen. Dann nimmst du dir jetzt dann den Draht und steckst den hier durch und durch die Pappe, die wir geschnitten haben, ne, also Schutzblech. Es sollte mal mindestens 5 bis 6 cm lang sein. Also bei mir ist es da jetzt 6 cm plus das in der Mitte drin auf beiden Seiten. Ne? Also 6 cm auf beiden Seiten plus in der Mitte noch so 1 cm ungefähr. Abschneiden kann man dann immer noch, wenn es halt dann zu wenig ist, ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber lieber ein bisschen zu viel, dann abschneiden kann man dann immer noch. Ne? Also hier durch. Hier unten und auch durch das Schutzblech durch, auf der anderen Seite wieder raus. Und dann kannst du das Teil hier, die Stange hier verkleiden. Ich nehme wieder das Alu-Tape, und eine Stange habe ich jetzt schon gemacht, ich habe wieder das Alu-Tape genommen. Du kannst aber, wie in der Materialliste ja schon gesagt, kannst eventuell vielleicht von so Klebebändern nehmen, wenn du kein Alu-Tape hast, oder vielleicht auch Alufolie, das müsste auch gehen. Das ist eigentlich nur dafür da, dass die Stange dann auch an Ort und Stelle bleibt. Weil wenn man da jetzt gar nichts drauf macht, was ich eigentlich auch cool fand, dass der Draht, dass man den Draht sieht, aber das ist schlecht, weil dann wackelt es halt hin und her. Und so hat es schön Halt, dann kann das nicht mehr verrutschen. Okay, also jetzt die Seite gerade einmal so umwickeln, dass das dünn umwickelt ist, und die andere Seite dann auch. Und dann bleibt diese Stange komplett an der Stelle und bewegt sich dann auch nicht mehr. Ne? Also ich umwickle die sich jetzt auch noch. So, und jetzt biegen wir dann diese Stange für die Pedale. Da gehst du dann auf der einen Seite, machst du nach ca. 1,5 cm oder 1,3 cm einen Knick. Also ich habe das auch nicht abgemessen, ich habe das einfach so Pi mal Daumen, ich habe so reingelangt bis dahin, und dann habe ich einen Knick nach unten gemacht. Also nach hinten, und dann auch wieder circa ein bisschen mehr wie 1 cm habe ich wieder den anderen Knick gemacht. Ne? Also das muss auch nicht hundertprozentig sein. Und auf der anderen Seite dann gerade gegenüber. Ne? Also dann hier den Knick auch so rüber. Das ist ein bisschen schlecht zu zeigen so mit der Kamera. Und dann muss der Knick aber nach vorne gehen. Ne? Und dann so rüber, dass das dann... so ist, ne? Also nicht, dass dann die Pedale gleich stehen, das wäre ja dann, das wird nicht schön aussehen. Dann das zwicken wir jetzt ab hier noch ein Stückchen, so circa 1 cm zwicke ich das jetzt noch ab auf beiden Seiten, und dann haben wir die Stange für die Pedale schon. Also wie gesagt, wenn das nicht hundertprozentig ist, das ist dann auch nicht so schlimm. Ich hoffe, man kann das erkennen, ne? Also der Knick hier dann so raus und vor und dann rüber, und auf der anderen Seite ist er dann raus und dann hinter und rüber, ne? Okay, also ich zwicke das jetzt hier noch ab, circa 1 cm. Und auf der anderen Seite auch. Machen wir die Pedale. Hier habe ich jetzt, ich habe jetzt schwarze Pedale gemacht. Du kannst natürlich auch die Farbe vom Fahrrad nehmen, also ein rosa jetzt da in meinem Fall, aber mir war das jetzt ein bisschen zu viel rosa, ich wollte jetzt da ein bisschen Kontrast haben. Das ist ein Streifen mit 1,5 cm mal 7 cm und also zweimal, ne? Den habe ich dann ganz klein
zusammengefalten und einen Tropfen Heißkleber drauf gemacht, dass es dann zu ist. Und dann ist er hier in der Mitte diese kleine Öffnung, der wird es dann mit der Nadel ein bisschen drauf gemacht, dass man da besser reinkommt. Und dann kommt es da drauf und dann gerade mit einem Tropfen Heißkleber dann befestigt. Und ich finde es schön, wenn die dann so platt sind, ne? Also wenn die dann nicht so rund sind, sondern dass sie platt sind, weil im Normalfall sind sie ja auch so platt. Also aber wie gesagt, du kannst dann das auch mit einer anderen Farbe machen oder mit derselben Farbe, wie dein Fahrrad ist oder auch in Schwarz, oder, ne? Das kannst du dann selbst entscheiden. Und auf der anderen Seite drüben dann auch, ne? Dasselbe nochmal. Okay, ob dann auch nochmal einen Tropfen Heißkleber und dann können Zucker treten. Kann man das erkennen, ja, ne? So, und jetzt kann man dann alles schon mal an Ort und Stelle kleben. Also das Körbchen hier vorne, dann kann man hier auch ein paar Tropfen Heißkleber ranmachen und unten aufs Schutzblech und dann auf die Unterseite vom Körbchen. Die kleine Klingel kann man dann hinkleben. Das Schutzblech kann man dann hier befestigen und auf der hinteren Seite hier dann, ne? Dann den Sitz, den habe ich noch nicht angeklebt, weil ich schmeiße jetzt erst die Heißkleberpistole an. Und dann kannst du das hintere Körbchen auch hier unten mit ein paar Tropfen festkleben und dann nochmal ein Draht hier durchschieben und mit dem Sitz verbinden. Dann ist es auch schön verbunden und schön fest, ne? Also schön stabil. Also dann wackelt es auch nicht mehr so eich, ne? Okay. Ich mache das jetzt und dann komme ich wieder. So, okay, ich habe jetzt alles geklebt und alles ist an Ort und Stelle. Jetzt machen wir die Abdeckung für die Körbchen. Da kannst du dann mit den Resten arbeiten, wie in der Materialliste gesagt. Ich habe ja dieses Airlies Garn verwendet und dafür doppelt genommen, weil es sehr fein ist. Jetzt kommt es darauf an, welches Garn du verwendest. Dann brauchst du eventuell weniger Runden machen. Ich habe halt jetzt dieses, wie gesagt, dieses Airlies und habe auch mit Nadelstärke 2,0. Und wir häkeln jetzt praktisch genau nochmal dasselbe wie an dem Körbchen unten drunter. Vorne vom Körbchen und hinten vom Körbchen. Ne? Also wir machen den Fadenring mit 6 festen Maschen und ich glaube, das brauche ich jetzt nochmal zeigen, ne? Ich habe es ja schon einmal gezeigt, und verdoppeln dann jede Masche auf 12. Dann in der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche auf 18, also eine feste Masche, eine Zunahme, dann haben wir 18. In der nächsten Runde verdoppeln wir dann jede dritte Masche, also 2 feste Maschen, eine Zunahme, und dann haben wir 24. Und in der nächsten Runde verdoppeln wir dann jede vierte Masche. Dann haben wir 30 feste Maschen in der Runde. Und in der nächsten Runde dann verdoppeln wir jede fünfte Masche. Und dann haben wir wieder 36 Maschen in der Runde. Dann arbeiten wir wieder eine Masche ins hintere Maschenglied mit 36. Und dann eine Masche mit 36, eine Runde mit 36 Maschen drüber. Und dann haben wir den Teil, wenn du genau dieselbe Stärke hast von deiner Wolle wie ich jetzt auch, ne? Durch das, dass ich die Wolle doppelt genommen habe und auch Nadelstärke 2,0, und dann hat es circa dieselbe Stärke, also hat es dann auch genau dieselbe Maschenzahl wie das Körbchen an sich unten drunter. Wenn du jetzt aber ein dickeres Garn hast, ein wesentlich dickeres wie jetzt hier zum Beispiel das, hier habe ich dann mit Nadelstärke 3,0 gehäkelt und hier habe ich dann nur 30 Maschen. Also die letzte Runde habe ich mir dann sparen können, weil ich schon die Größe erreicht habe, ne? So, dann also habe ich nur jede Masche verdoppelt, dann jede zweite Masche verdoppelt, jede dritte und jede vierte Masche verdoppelt. Dann habe ich 30 Maschen gehabt. Jetzt müsste dann eine Runde ins hintere Maschenglied mit 30 festen Maschen und dann eine Runde mit 30 festen Maschen drüber. Ne? Also ich glaube, das ist schon
nicht zu umständlich erklärt, ne? Also ich hoffe, ihr wisst, wie das gemeint ist, ne? Und dann kommt es hier so oben drüber und dann ist das Styropor oder der gepresste Schaumstoff versteckt, ne? Jetzt, wenn du ganz feines Garn hast, wirst du ein paar mehr Runden machen müssen. Und wenn du halt dann dickeres Garn hast, dann wirst du weniger Runden machen müssen. Ne? Also ich nehme an, dass das Prinzip jetzt dann schon verstanden ist. Ne? Das ist eigentlich ganz leicht, also gar nicht schwer. Wenn soll da irgendwelche Probleme sein, dann kannst du natürlich in die Kommentare unten schreiben. Und dann kann ich dir weiterhelfen, falls du da mal nicht weiterkommst. Ne? Okay, und beim hinteren Teil dann genau dasselbe. Hier haben wir ja dann eine Luftmaschenkette mit 10 Luftmaschen angeschlagen und dann haben wir 9 feste Maschen für 5 Reihen gehäkelt. Immer am Ende eine Luftmasche und wenden. Ne? Und dann haben wir eine Luftmasche und eine runde feste Masche außenrum. Da haben wir die kleine Luftmasche übersprungen, die erste. Und dann waren das hier hoch zu dann 4 feste Maschen und dann waren es hier an der langen Seite 9. Und wieder hier an der kurzen Seite 4 und dann hier wieder 9. Und dann auch wieder eine Runde ins hintere Maschenglied, dass man die Kante wieder bekommt. Und dann wieder eine Runde normal drüber. Ne? Das waren dann 26 feste Maschen. Ne? Okay, und wenn du dann jetzt, wie gesagt, dickeres Garn hast, dann kannst du vielleicht nur 7 Maschen anschlagen und arbeitest mit 6 Maschen. Ne? Oder du hast ganz feines Garn, dann brauchst du mehr wie 9 Maschen, vielleicht dann 11 oder 12, ne? Aber es ist vom Prinzip her dann genau dasselbe. Es geht auch wirklich nur darum, dass das dann versteckt ist, dass man das nicht mehr durchsehen kann, ne? Dass man den Schaumstoff dann nicht mehr sieht. Okay, also wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, wenn was unklar ist, und dann schreib unten in die Kommentare rein und ich helfe dann weiter, wenn du nicht weiterkommst, ne? Okay. Dann war es das jetzt für diesen Teil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Über ein Like würde ich mich freuen und bis zum nächsten Teil. Tschüss.